Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Revelations. Ich wollte eigentlich noch gar keinen Cut setzen, aber das Spiel hat mich gezwungen. Ja, denn nachdem wir da diesen Checkpoint erreicht hatten und diese auf die harte Tour die Mission, quasi diese Verfolgungsmission mit der Kutsche abgeschlossen hatten, hat sich das Spiel einfach mal entschieden zu crashen. Ja, und ja. Deswegen befinden wir uns jetzt wieder im Hauptmenü. Ich habe das gerade eben schon wieder gestartet gehabt, habe gesehen, dass wir dann direkt in eine Videosequenz geschmissen werden. Und deshalb starten wir jetzt einfach im Story-Modus und ja. Ihr klickt einfach unseren Stand an und viel Spaß, weiter geht's. Erstmal in diesem schönen, mal wieder in diesem klassischen Ladebildschirm. Die Straße, keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus einem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn! Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Verwundeter Adler. Der Tempelhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschaffen sie das Tagebuch. Volle Synchronisation. Mindestens 5 Wachen aus seinem Heuhaufen heraus eliminieren. So, ihn haben wir zuerst mal, die drei haben wir zum Glück erstmal ausgeschaltet. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon Medizin oder sowas? Auf Q das Waffenrad, ja wunderbar, na natürlich keine Medizin, wäre ja auch zu einfach. Gut, schnell rennen können wir jetzt nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt hier mal ein bisschen stabiler läuft, das Spiel. Kommt mir bekannt vor. Es gibt keinen Trennen. So, ihn haben wir auch mal erledigt. Nun gut. Netter Fahrstuhl. Früher war das einfacher. Hör mal auf zu brüllen, Ezio. Schau dich nicht so an. Du bist Assassine. Mensch. Und nicht so ein Mädchen hier. Okay, da kommt einer dran vorbei an diesem Haufen. Gut, er ist dort längs. Der steht so weit weg. Das war die erste Wache aus einem Heuhaufen. So, kurz warten wir, dass die zwei Jungs sich wieder umdrehen und in die andere Richtung laufen. Ja,
Und mal schauen, ob ich über die Dächer komme. Ne, klettern kann er natürlich nicht. Schade. Wo trägt man solche Mäntel? In Isfahan? Ein Söldner vielleicht. Noch einer weniger. Sehr gut, wieder drei erledigt. Ich hoffe mal, wir finden noch genug Heuhaufen, wo wir noch vier weitere eliminieren können raus. Das wirst du noch bereuen. Werde ich das? Ich glaube nicht, mein Freund. Ich glaube nicht. Denn du, mein Junge, legst dich erstmal schön schlafen. So. Ah ne, hier waren wir ja schon. Wir müssen ja hier weiter. Erstmal verstecken. Ziemlich gut bewaffnet, nicht wahr? So, und ihn plündern wir. Euch ewige Verdammnis einbringen. Boah, ich bräuchte Medizin. Er scheint mir doch ganz nah vorbeizukommen, oder? Dort haben wir den nächsten. Sind wir hier schon bei zwei? Da ist Blut. Eine Leiche. Hallo, Freunde. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Ha, jetzt stirbst du! Greif schon an! So. Jawohl, wir haben Medizin. Ich darf mich endlich heilen. Das ist schon besser.
So, hier die Schatztruhe nehmen wir natürlich auch mit, die hier steht. Okay, nehmen wir den auch noch mit aus dem Heuhaufen hier. Sind wir schon bei 3. Wenn ihr sie schon bereitwillig da hinstellt. Da möchte ich, glaube ich, nicht drunter springen. Nein, da möchte ich nicht drunter hüpfen. Auch wenn unten Wasser ist. Ey, wo sind die Wachen? Die standen hier doch eben gerade noch. Hier standen noch eben noch 3 Typen vor der Tür. Und endlich können wir auch wieder klettern. Oh, so eine schöne Animation. Was hat er dabei? Hat er was Schönes dabei für mich? Huch! Oh, schön! Lass ihn nicht entkommen! Ey! Ja, genau. Lasst mich nicht entkommen. Gut, da stehen 3. So, das hätten wir. Die nächsten eliminiert. Weißt du, die Fremden erschrecke ich am liebsten, am allerliebsten. Sollen wir die noch mitnehmen? Verrückten und die Hausierer entlang. Gibt's da irgendwo ein Willkommensschild, von dem ich nichts weiß? Zack. Sehr schön. Optionale Ziel auch abgeschlossen. So kann man also das Spiel ganz einfach austricksen, ja? Indem man sich auf einen Heuhaufen stellt, Wachen auf sich aufmerksam macht und immer wieder da reinspringt in den Heuhaufen. Ja. Wenn man das oft genug macht, dann verlieren die Waffen einen tatsächlich. Obwohl man quasi bei denen direkt vor der Nase steht. Und ja. Gut. Aber ich glaube, ich schaue mich jetzt mal noch ein bisschen um. Weil ich vermute nämlich einfach mal, dass er hier garantiert doch noch irgendwo...
So aus wie eine Schatztruhe haben oder so. Hier unten auf dem Steg zum Beispiel. Boah, Maus, Hilfe. Nein? Keine Schatztruhe hier? Na gut, ich hätte auch die Leiter nehmen können, aber die Leiter runterklettern. Aber naja, okay. Oh, was ist mit der Maus los? Einen Moment, Ben, die muss man ganz kurz anrufen. So. Hä? Hatten wir die Truhe nicht schon geplündert? So. Ja. So gefällt mir das doch. Naja, egal. Ich meine, die hätten schon so die Truhe doch oben doch schon geplündert gehabt, oder nicht? Ach, da drüben steht noch einer. Da drüben hat sie halt sie noch einer. Ja, ich schau ganz genau hin, ich bin ganz nah bei dir, mein Freund. Ja. So. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Boah, Alter. Wo kommen die denn her? Aua. Hört jetzt mal auf zu schießen? Das ist aber nicht nett zu schießen, ey. Sonst komme ich euch gleich nochmal runter und ne, zieh euch das Fell über die Ohren. Sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Hm. Einfacher als gedacht, ihn zu töten. Das war einfacher als gedacht. Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Aber sowas von. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nikolopoulos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los. Requiescat in pace, bastardo. Jubiläerfolge, eiskalt serviert und da ist das Spiel wieder abgeschmiert. Na wunderbar. Ach, es ist herrlich, ey.